Madame la conseillère fédérale, monsieur le chef de l'armée, monsieur le directeur général de l'armement, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue. Cette conférence de presse, comme annoncé, est consacrée au message sur l'armée 2020 qui a été adopté par le Conseil fédéral hier. Et madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le vice-chancelier, monsieur le commandant de corps et chef de l'armée, monsieur le directeur général de l'armement, chers représentants et représentantes des médias, mesdames, messieurs. Lors de sa dernière séance, le Conseil fédéral a approuvé le message sur l'armée 2020. Ces prochaines années, plusieurs systèmes principaux de l'armée atteindront la fin de leur durée d'utilisation et d'importants investissements devront donc être réalisés. Concernant la protection de la population, l'acquisition de nouveaux avions de combat et d'un système de défense solaire de longue portée sont prioritaires. En parallèle, la cyberdéfense devra être renforcée et les troupes terrestres devront être modernisées. Le Conseil fédéral veut que l'armée finance ses investissements au moyen de son propre budget. Le Conseil fédéral fixe trois objectifs prioritaires pour 2020. Premièrement, il s'agit d'améliorer la capacité de conduite, notamment par des investissements en faveur d'une télécommunication résistante aux crises. Deuxièmement, il faudra moderniser les troupes terrestres, en particulier dans le domaine de l'aide en cas de catastrophe et dans celui des chars de grenadiers. Troisièmement, il est prévu de continuer de réduire le parc immobilier. Avec le présent message sur l'armée, le Conseil fédéral soumet en outre au Parlement un plafond de dépenses pour les quatre prochaines années s'élevant à 21,1 milliards de francs. Les projets d'acquisition concrets seront soumis au Parlement tous les ans avec le message sur l'armée. Meine Damen und Herren, die Weiterentwicklung der Armee ist zurzeit in der Umsetzung. Sie hat 2018 begonnen und dauert 5 Jahre. Mit der Weiterentwicklung der Armee sind wir auf die sich ständig ändernden Bedrohungen vorbereitet. In den kommenden 1-2 Jahrzehnten stehen uns bedeutende Investitionen bevor, damit wir auch ausrüstungsmäßig gut aufgestellt sind. Oberste Priorität für den Schutz der Bevölkerung hat die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge. Das Parlament hat den entsprechenden Planungsbeschluss im Dezember verabschiedet. Im Moment läuft die Referendumsfrist und über das Referendum werden wir Ende September abstimmen. Es geht dabei um die grundsätzliche Frage, ob wir auch in Zukunft vor Angriffen aus der Luft geschützt sein werden. In den nächsten Jahren werden zudem mehrere Hauptsysteme der Bodentruppen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Wir werden diese nicht 1:1 ersetzen. Vielmehr hinterfragen wir jeweils, welche Fähigkeiten wir weiterhin benötigen und mit welchen Systemen wir diese abdecken können. Dabei folgen wir dem Richtungsentscheid, den der Bundesrat letzten Mai gefällt hat. Dieser sieht vor, dass sich die Modernisierung der Bodentruppen an einem Konfliktbild orientieren muss, das von vielfältigen Formen geprägt ist. Typisch für hybride Konflikte ist, dass sie nicht mehr nur am Boden und im Luftraum ausgetragen werden, sie finden auch im Cyberraum statt. Aus diesem Grund investieren wir in den kommenden Jahren in die Cyberabwehr. Die Armee muss ihre eigene Infrastruktur und Informationskanäle selber schützen können. Deshalb modernisieren wir Geräte und Systeme und ermöglichen damit eine sichere und leistungsfähige Kommunikation. Investitionen in die Telekommunikation der Armee werden mit der vorliegenden Botschaft beantragt. In den nächsten Jahren werden Investitionen in das Führungsnetz und in die Rechenzentren erfolgen. Der Bundesrat will, dass die Armee diese Investitionen aus ihrem eigenen Budget bezahlt. Bereits 2017 hat der Bundesrat beschlossen, dass sich das Armeebudget gleich entwickeln soll, wie es auch die übrigen Ausgaben der Bundesverwaltung tun, nämlich mit einem Wachstum von real um 1,4% pro Jahr. In den vergangenen Jahren ist das Armeebudget im Verhältnis zu den übrigen Bereichen des Bundes unterdurchschnittlich gewachsen. Nun beantragt der Bundesrat dem Parlament mit der Armeebotschaft den Zahlungsrahmen für die kommenden Jahre, für die kommenden 4 Jahre. Das sind 21,4 Milliarden Franken.
Die konkreten Beschaffungen werden natürlich weiterhin mit der Armeebotschaft dem Parlament unterbreitet. Für das Jahr 2020 setzt der Bundesrat drei Schwerpunkte. Erstens will er die Führungsfähigkeit verbessern. Zweitens sollen wesentliche Fähigkeiten der Bodentruppen erhalten werden. Und drittens soll die Anzahl der Immobilienstandorte weiter reduziert werden. Beim ersten Thema, den Systemen für die Führungsfähigkeit, geht es darum, dass die Armee auch in Krisen und bei Cyberattacken einsatzfähig bleibt. Dazu will der Bundesrat die Mittel der Telekommunikation der Armee modernisieren. Für 600 Millionen Franken sollen neue Funk- und Richtstrahlgeräte beschafft und das integrierte militärische Fernmeldesystem erneuert werden. Damit wird die Armee in außerordentlichen Lagen über moderne, krisenresistente Systeme für die Sprachkommunikation und die Datenübermittlung verfügen. Daneben sind auch die Führungssysteme des Luftraumüberwachungssystems Floraco durch ein neues Führungssystem zu ersetzen. Dafür werden 155 Millionen Franken beantragt. Dies ist Teil des Programms R2030. Die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums umfassen eben nicht nur die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Neben der Kommunikation legt der Bundesrat seinen zweiten Schwerpunkt auf die Bodentruppen. Ich habe es eingangs angesprochen. Die Bodentruppen sollen stärker auf ein hybrides Konfliktbild ausgerichtet werden. Die Armee soll mobil sein und die zivilen Behörden in Zukunft noch besser unterstützen können. Dies entspricht dem Richtungsentscheid des Bundesrates von Mitte Mai 2019. Zum einen will hier der Bundesrat die Ausrüstung für die militärische Katastrophenhilfe erneuern. Diese ist zum Teil über 30 Jahre alt. Sie soll für 116 Millionen Franken an zeitgemäße Standards angepasst werden, damit die Rettungstruppen auch in Zukunft die zivilen Behörden im Katastrophenfall unterstützen können. Insbesondere wird für das Löschen von Groß- und Industriebränden neues Material benötigt. Um große Mengen an Wasser über Distanzen bis zu 6 Kilometer heranzuführen, sind spezielle Wasserpumpen und Wasserwerfer erforderlich. Zudem müssen Fahrzeuge, Schutzausrüstungen und Atemschutzgeräte ersetzt werden. Zum anderen soll die Fähigkeit der Armee zu mobilen Einsätzen in einem bewaffneten Konflikt erhalten werden. Diese Fähigkeit deckt heute unter anderem der Schützenpanzer 2000 ab. Damit diese Panzer bis 2040 weiterbetrieben werden können, soll die Nutzungsdauer für 438 Millionen Franken bis 2040 verlängert werden. Damit bleibt der Wert der bisherigen Investition erhalten. Ein Ersatz durch neue, geschützte Fahrzeuge wäre viel teurer und könnte mit Blick auf die anstehenden Investitionen in den Schutz des Luftraums in den kommenden Jahren nicht finanziert werden. Mit dem Rüstungsprogramm wird zudem ein Verpflichtungskredit von 45 Millionen Franken für die Aktualisierung der PC-21-Flugzeuge beantragt. Auch hier braucht es ein Update, damit diese Flugzeuge weiter in der Grundausbildung der Jetpilotinnen und Jetpiloten eingesetzt werden können. Mit dem dritten Schwerpunkt der Armeebotschaft verfolgen wir das Ziel, die Anzahl Immobilienstandorte zu reduzieren, wie dies das Stationierungskonzept vorsieht. Indem wir in längerfristig genutzte Immobilien investieren, können im Gegenzug Standorte aufgegeben werden, die nicht mehr benötigt werden, und so können wir Einsparungen erzielen. Verschiedene Schritte dazu wurden bereits eingeleitet und befinden sich in der Umsetzung. Die im letzten Jahr beschlossenen Investitionen in Thun und Honja ermöglichen die Schließung der Waffenplätze Lies und Freiburg. Mit dem vorliegenden Immobilienprogramm beabsichtigt der Bundesrat, Teile des Militärflugplatzes Dübendorf sowie die Waffenplätze Frauenfeld und Chamblon längerfristig zu nutzen und weitere Standorte zu schließen. Der Ausbau des Waffenplatzes Chamblon für 29 Millionen Franken wird es erlauben, die zurzeit in Moudon stationierte Spitalschule zu verlegen
und dadurch den Waffenplatz Moudon militärisch stillzulegen. Auch mit einem Ausbau und der Gesamterneuerung des Waffenplatzes Frauenfeld für 86 Millionen Franken lassen sich später andere Standorte schließen. Davon betroffen sind die Stadtkaserne und das Zeughaus in Frauenfeld, der Übungsplatz Haslebach in Rümlang und der Waffenplatz Dailly. Zudem wird der Militärflugplatz Dübendorf in Zukunft auch zivil genutzt. Die Armee wird auf dem Flugplatz eine Helikopterbasis betreiben und Such- und Rettungsflüge sowie Einsätze zugunsten der zivilen Behörden durchführen. Dazu werden Bauten für 68 Millionen Franken beantragt. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte noch eine letzte Investition aus der Armeebotschaft 2020 erwähnen. Der Bundesrat beantragt auch dieses Jahr die Beschaffung von Armeematerial. Darunter fallen Kredite, um die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen zu modernisieren oder das Material für die Führungsunterstützung. In diesem Kredit sind auch zusätzliche wichtige Maßnahmen zur Cyberabwehr enthalten. Die Armee braucht geschützte Informatikmittel und Netze. Diese spielen bei Systemen wie dem FA-18, den Helikoptern oder Floraco eine sehr wichtige Rolle. Deshalb wird der Informatikschutz laufend ausgebaut. Der Zugriff auf Netze und Daten wird überwacht und Schwachstellen werden analysiert und beseitigt. Unabhängig der Investitionen in den Schutz ihrer eigenen Netze und Daten baut die Armee laufend ihr Wissen in der Cyberabwehr aus. Wir wollen die Armee aber nicht nur bei der Cyberabwehr, sondern auch in anderen Bereichen weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, wir brauchen auch in Zukunft eine moderne und eine effiziente Armee. Eine Armee, die unser Land und seine Menschen und die Infrastruktur schützt. Damit hätte ich meine Ausführungen beendet und wir stehen für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Donc, j'ouvre la ronde des questions. Première question, qui puis-je passer la parole? Madame Bella, alors. Oui, Madame la conseillère fédérale, pour moderniser les moyens de cyberdéfense et de télécommunication, en regard notamment de l'affaire crypto, est-ce que vous renoncerez à acheter du matériel américain ou de pays jugés à risque? Nous, si on achète du matériel pour armée, on fait toujours, on le contrôle toujours et on regarde si vraiment ces appareils, ces systèmes sont sécurisés. C'est l'armée, ce sont les cryptologues de l'armée qui le font, qui ont des expériences énormes et aussi des compétences. Et on contrôle ce qu'on peut, mais pour avoir une sécurité à 100%, ça, on ne peut jamais garantir. C'est dans tout le monde. Si on achète de la Chine, des États-Unis ou même de l'Europe, on ne peut jamais garantir à 100%. Mais on les contrôle et on a vraiment des compétences dans l'armée qui sont capables de trouver des risques qui sont dangereux pour notre sécurité. Merci. Prochaine question. Monsieur Mur. Eine Frage an die Bundesrätin. Sehe ich das richtig, dass das Parlament über diese Budgeterhöhung für die nächsten 4 Jahre abstimmen wird, bevor die Volksabstimmung über den Kredit für Kampfjets stattfindet? Das müsste ich jetzt überprüfen, aber in der Finanzplanung ist die Erhöhung vorgesehen. Die da geht ja immer über 4 Jahre. Und selbstverständlich, wie jeder andere Budgetposten des Bundes, wird dann im Rahmen der Budgetberatung definitiv entschieden, wie viel zur Verfügung gestellt wird. Die Abstimmung der Flugzeuge die Beschaffung der Flugzeuge wird Ende September stattfinden. Und die Budgetberatung, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist meistens in der Wintersession. Aber das müsste ich noch überprüfen, um ganz sicher zu sein. Oui, prochaine question. Une question pour vous, Madame la conseillère fédérale. On a pu vous lire dans le Tagesanzeiger par rapport à cette idée du cyberbataillon et d'une force d'intervention spéciale. Est-ce que vous imaginez vraiment des soldats intervenir dans une banque ou dans une entreprise privée pour collaborer lors d'une cyberattaque? C'est ça votre idée? Also ich habe in diesem Interview gesagt,
dass wir Überlegungen in Richtung einer Interventionstruppe machen, einer raschen Truppe, die intervenieren kann, wenn irgendetwas passiert im Bereich Cyber. Die Idee dieser Truppe ist in erster Linie, unsere eigenen Systeme zu sichern, aber wir könnten uns auch vorstellen, dass diese Truppe subsidiär zivilen Institutionen, insbesondere Betreiberinnen und Betreibern kritischer Infrastrukturen, auf Wunsch zur Verfügung steht. Es ist nicht die Meinung, dass wir eine, ja, weiß nicht, ob ich jetzt das Wort sagen soll, das gibt vielleicht wieder einen guten Titel, sag's jetzt trotzdem. Es ist nicht die Meinung, dass wir eine Guerillatruppe aufbauen, die in Banken einfällt. Nein, wir wollen Spezialisten aufbauen, die auf Wunsch subsidiär auch unterstützen können. Aber die Überlegungen sind am Anfang, wir arbeiten daran. Aber da kann mich sicher der Chef der Armee, ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich, noch ergänzen. Es gibt nicht so viel zu ergänzen zu diesem Thema. Wir sind am Aufbau der Cyberkapazität, wir sind jetzt in der dritten Durchführung des Cyberlehrgangs. Und die Ausgebildeten sind Wachmeister, wenn sie fertig sind, kommen in dieses Cyberbataillon. Das hat hauptsächlich drei Aufträge. Das eine ist tatsächlich der Schutz unserer eigenen Infrastruktur. Dann bilden wir sie auch aus in aktiven Maßnahmen. Es ist wichtig auch zu verstehen, wie eine Gegenseite funktioniert. Und das dritte ist der militärische Cyberteil. Das heißt, es wird mobile Trupps geben, die wir primär für uns selber einsetzen, aber im Rahmen der Subsidiarität auch Zivilen zur Verfügung stehen könnten. Es ist immer, wir machen immer Helfen, Schützen, Kämpfen und genau die gleichen Regeln, Spielregeln, die gelten auch im Cyberraum. Monsieur Imbach. Ja, Frau Bundesrätin, eine Frage zum Rüstungsprogramm. Gab es einzelne Posten, die im Bundesrat für Diskussionen sorgten und wenn ja, welche? Ja, der Sprecher des Bundesrats sitzt neben mir. Ich kann natürlich nicht die Diskussionen im Bundesrat hier auslegen. Ich kann nur sagen, dass der Entscheid einstimmig war. Genau. Es ist nicht wegen mir, dass man diese Antworten nicht gibt, aber es ist der Bundesrat. Das ist keine öffentliche Beratung, klar. Prochaine question, oui. Ich würde gerne noch kurz fragen, ob die Erneuerung der Kommunikationsmittel auch einen Zusammenhang hat mit diesen erneuten, neuen, vielleicht aber auch älteren Pannen bei der Swisscom? Das hat eigentlich keinen Zusammenhang. Ich denke, die Planungen sind ja schon länger am Laufen für jetzt diese Armeebotschaft. Die sind nicht von der Tagesaktualität geprägt. Aber selbstverständlich führen solche Pannen immer wieder vor Augen, wie verletzlich die Systeme sein können und dass man dort zu Recht investieren will. Schimbach? Noch eine Frage zum Punkt Modernisierung der Telekommunikation. Im Text schreiben Sie, dass diese Geräte, die jetzt gekauft werden, dass wenn die benötigten Bandbreiten die Kapazität der zu beschaffenden Funkgeräte übersteigen würden, so würden Bandbreiten über das zivile Mobilfunknetz eingemietet. Verstehe ich das richtig? Die zu beschaffenden Geräte, die haben nicht genug Bandbreite und man rechnet damit, dass die gar nicht genug Bandbreite haben. Also ich glaube, diese technische Frage muss der Rüstungschef beantworten. Herr Imbach, wir ersetzen die bestehenden Geräte, die Obsoleszenzen aufweisen, in den bestehenden Bandbreiten mit höheren Durchsätzen. Aber wir weichen aus dort, wo eben höhere Bandbreiten gefordert werden. Das ist auch ein Teil, das können Sie der Botschaft entnehmen, weichen wir aus auf die Datennetze ziviler Anbieter mit einigen speziellen Anwendungen. Aber wieso beschafft man da nicht Technik, wo die Bandbreite genügt? Also das verstehe ich nicht. Das Ganze müssen Sie in einem Frequenzmanagement-Thema sehen. Die Armee hat nicht alle Frequenzen zur Verfügung. Die hohen Bandbreiten sind heute sehr stark belegt über zivile Anbieter. Wir kommen dann auch bereits an die Grenzen unserer Sensorik-Bandbreiten ebenfalls. Und wir bewegen uns in diesen Bändern, die militärischen Anwendungen zulassen und die uns zugeordnet sind. Also Frequenzmanagement wäre auch ein abendfüllendes Thema oder ein morgenfüllendes Thema. Wer belegt welche Frequenzen? Okay, nur ganz kurz. Also es ist nicht möglich, sagen Sie, technisch
um die Technik so zu machen, dass man genügend Bandbreite für die Bedürfnisse des Militärs hat? Doch, wir können alles abdecken. Wir decken alles ab. Wir decken das ab entweder über die mobile Kommunikation. Das war vielleicht eine Ergänzung zu der Frage, die vorhin gestellt wurde bezüglich Schwachstellen der Swisscom. Hier sprechen wir von der taktischen Kommunikation, die wir ersetzen, einerseits, und andererseits auch den Backbone, eigentlich das militärische Fernmeldesystem, das eben zeigt, dass diese Redundanz uns eben hilft, die zivilen Anbieter zu überbrücken. Dort brauchen wir einerseits Festnetze und andererseits auch die Richtstrahlverbindungen, die über diese Übertragungsgrößen oder Mengen verfügen und diese Datenmengen verarbeiten lassen. Monsieur Nebel? Dans les documents qu'on a reçus, on voit donc cette croissance du plafond du budget de l'armée pour les quatre prochaines années, cette augmentation de 1,4% qui est nécessaire pour financer ces grands achats. Hein, vous le dites, 8 milliards pour les avions de combat et 7 milliards pour le renouvellement, la modernisation du reste de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le budget à la fin de la période d'investissement, à quel niveau sera le budget à la fin de la période pour permettre de financer ces 15 milliards d'investissements qu'il faudra? Mais on a maintenant le crédit, le plafond pour les quatre prochaines années, c'est 21,1 milliards de francs. Et ça va continuer dans ce cadre-là. Mais il n'y aura pas toujours, toutes les années, les mêmes investissements. On ne peut pas dire qu'on a 21,1 milliards par an. On peut diviser par quatre, ça serait le budget annuel. Ça dépend des ressources et aussi des Beschaffungsabläufe. Comment on va distribuer ces crédits cadres sur les années dans ce laps de temps de 4 ans. Mais ça serait toujours dans le cadre des 20-21 milliards de francs pour 4 années. D'accord, je pose peut-être la question autrement. J'ai des vieux restes de microéconomie encore de l'université, ça s'appelle les intérêts composés, on prend une somme et puis on fait 1,4% par année. Est-ce que je me suis trompé en calculant sur 10 ans à partir de 2021 qu'on arrive autour de 5,9 milliards à l'horizon 2031? Vous avez juste calculé. Moi, je n'ai pas étudié l'économie, mais c'est juste ce que vous dites. Monsieur Häfliger. Ich habe noch eine Frage an Korpskommandant Süssli. Sie waren ja vor Ihrer jetzigen Funktion Kommandant der FUB. Und in der FUB befindet sich das Zentrum für elektronische Operationen der Armee. Und meine Frage ist, hat das ZTO während oder vor Ihrer Amtszeit von dieser Operation Minerva, der CIA und des BND profitiert, indem es indirekt oder direkt Informationen mithören konnte? Es ist keine Medienkonferenz zum Thema Kryptoorge. Ich habe gestern gesagt, was der Bundesrat sagen kann. Im Moment, wir warten auf diese Untersuchungsresultate und werden keine solchen Fragen beantworten. Nächste Frage, Herr Müller. Noch eine Frage zur Erneuerung der Bodentruppen. Kann man da mittlerweile genauer sagen, was man alles kaufen will für diese rund 7 Milliarden? Oder anders gefragt, werden Panzer noch dazugehören zu dieser neuen Bodentruppen? Das Bedrohungsbild, die Wahrnehmung des Bedrohungsbildes im Bericht Zukunft der Bodentruppen dargestellt. Und dort legen wir vor allem Fähigkeiten aus, die Armee in Zukunft benötigen wird. Wir gehen davon aus, dass das Bedrohungsbild komplexer wird. Es wird in unserem urbanen Gelände stattfinden. Die Operationsräume werden vernetzter sein, Boden, Luft, Cyber, elektromagnetischer Raum. Das braucht neue Fähigkeiten. Wir wollen die bestehenden Systeme, wie den Panzer, wollen wir in dieser Zeit, also in dieser Zeit der Unsicherheit und unsicheren Entwicklung, möglichst lange behalten. Und darum geht es auch beim Schützenpanzer 2000. Es geht darum, die Mobilität und die bestehenden Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten, auch um die Ungewissheit der Entwicklung dem Rechnung tragen zu können.
Merci. Prochaine question. Y a-t-il encore des questions? Si ce n'est plus le cas, je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.